Hast ja schon deine ganze Familie hier, also von daher. Ja, genau. Es steht ja hier schon nebenan. Hab eine Nachbarschaft. Aber das Design ist schon irgendwie niedlich gemacht, muss man ja mal ehrlich sagen. Ja, das muss ich auch sagen. Das ist ganz nett gemacht, auf jeden Fall. Ich mag das. Ja. Was können wir denn hier nochmal hinmachen? Hier müssen ja nochmal Tiere hin. Gibt's noch mehr? Vielleicht, also die normalen Hühner vielleicht oder was? Oder brauchen wir die gar nicht mehr dann? Ich glaube, wenn wir dann die höheren haben, ja, dann brauchen wir die kleineren gar nicht mehr. Das kann sein. Anscheinend gibt's dann auch nicht mehr. Also außer Schwein, Huhn und Rind. Da muss ich durchklicken. Ja. Naja, gut. Kleine Scheune. Kann man kaufen. Toll. ja. Können wir halt als nicht. Deko. Könnte man hier, aber ach das. Ach so, als Deko, naja. Ja, 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 ja. Aber das kann man machen, wenn man dann das Gebiet erweitert haben plus das Haus dann halt haben, weil das kostet ja auch nochmal 100. Ja. Sag mal, soll ich die Bäume hier alle wegmachen? Ich glaube ja, das ist so die einzelnen Ernten und dann weg. Ja. Das ist einfach, ja, ist zu nervig dann, finde ich. So. Okay, hier ist schon, hier wächst gar nichts momentan. Ach so, weil wir kein Geld haben. Huch. Was hat er denn hier angepflanzt? Was war denn jetzt wieder so teuer? Hier steht doch gar nichts. Nee. Hä? Du hast irgendwas gemacht. Ja, ja, die Aubergine, die jetzt 12 Stunden brauchen. Ja. Brauchen ein bisschen. Aber, lang. Ja doch, die Kühe waren teuer. 1800. Ja, ja, ja. Ja, okay. Und da fehlt tatsächlich, ich glaube, noch eine hier. Ja, ein Feld fehlt hier noch von der Kuh. Okay. Also noch einmal 1,8 oder sowas und dann sind die auch kompletto. Ja. Ja, dieses Kornhub hier ist auch fast fertig. Kornhub. 4 Minuten dauern die. So hätten wir unsere Farm nennen sollen, ja. Kornhub. Mhm. Bäume, Radieschen, okay. Ja, gut. Wir brauchen echt, also wir müssen echt mal ein bisschen gucken, wie wir mit dem Geld da ein bisschen vorankommen. Weil ja, es sind viele Felder, die halt frei sind. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich mal auch Dinge anpflanzen, die halt schneller fertig werden. Genau. Damit wir das immer mal wieder farmen und abfarmen können. Ja. Weil so ist ein bisschen stressig. Aber noch 30 Diamanten, ne, 29 Diamanten. Ja. Dann ist das neue Gebiet dran. Wie er immer zur Bushalte läuft, um sich in die Stadt zu porten. Was? RP. Ach, komm. Haben wir genug Geld? Oh nein! Fuck. Tja, verkauft er doch den einen oder anderen Apfel. Ich hau dir in die Fresse. Ja, okay. Oh, hier, guck mal. Ah, ja, bitte. Das könnte man. So. Ja, das mit die Fische dauert eh noch ein bisschen. Neues Gebiet, sagst du. Wie die Hühner Wattensee. Hier. Wo ist er denn?
Muss ich gerade mal kicken. An der Mühle, Bushaltestelle. Ach da, ja, sehe ich. Da bin ich gerade. Da haben wir auch Wüstenkram. Da, okay. Ja. Interessant. Sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor wieder schneller. Ja. Oh, jetzt sehe ich gerade, das ist doch ein recht kleines Gebiet gewesen, oder? Ist ein recht kleines, ja. Aber das ist ja vollkommen okay. Ja, ja, klar. So, sollen wir die Wege wegmachen? Weil die sind, glaube ich, nicht so akkurat und basteln das nachher als richtiges Feld hin. Ja, also das, ja. Also die Hühner in der Mitte, das kann man so lassen, so dieses Rundell, sag ich mal. Aber der Rest, das ist ja wirklich, also das ist ja... Es tut ja weh in den Augen. Ein bisschen. Wege werden dann gebaut, wenn ja, das nötige Kleingeld da ist. Erstmal die Felder auch irgendwie ja. Symmetrisch basteln und sowas alles. Genau. Ist auch wieder so eine Anhöhe. Ja. Bananenstaude. Ah. Ja gut, die können wir ja dann ernten und dann wegreißen eigentlich. Ja, genau, richtig. Ich glaube, Bananenbäume stehen da hinten auch schon ganz viele. Da mal in den letzten Weiß Folgen. Aber nicht genau, ob das wichtig ist, dass es halt bei dem Wüstenuntergrund sein soll, da bei dem Sand. Oder ob die hier stehen. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ne? Ist nur die Jahreszeit, die Unterschied macht. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht generell, ob Sand irgendwie... was beeinflusst. Also die Bananen sind in 6 Minuten hier sogar wieder fertig. Ja. Es kommt drauf an, wenn du die halt dann erntest, musst du da mal drauf gucken, wie lange die brauchen. Ja. Das wirklich einen Unterschied macht. Das wäre interessant, wenn das so wäre. Durchaus. Ich weiß nicht, wie lange brauchen die normal. Ja gut, brauchen auch hier jetzt erstmal noch 5 Minuten. Na gut, müssen wir mal gucken. Ah, okay, also die Wüstenfelder kann man auch zum... Ja, zum Acker machen, ja. Ja. Also hier habe ich eine Bananen... Staude mal hier einfach daneben basteln sollen. Eine auf dem Sand, aber nur um das zu vergleichen. Kannst du ja. Aber musst du mehrere machen, oder? Nur eigentlich reicht. Eine hier. Ja, gut, ja. Und eine. Ja, ja, genau. Das liegt aber auch hier hin. Vier, nö. Das macht gar nichts, ne? Ist komplett gleich. Ja, okay, alles klar. Dann ist es wurscht. Dann machen wir die Wüstendinger hier weg und machen das zum Feld, wa? Genau. So,
muss ich mal gucken. Ah, ich glaube, das ist okay. So. Ach so, oh, das, ja, okay, muss ich anders machen. So. Amt. Das hier noch ein bisschen schick. Ja. Ich pflanze gerade auf die großen Feldern das ganze Zucchini an. Ja. Weil die dauern 15 Minuten. Und bringen auch relativ gut Einkommen. Ja, okay. Sieht mal ein bisschen schicker aus hier. 2 Minuten, alles klar. Machst du so ein Riesenfeld, okay. Ja, hier mache ich mal ein ganz großes hin einfach. Ja. Das ist okay. Mal kurz abzählen. Also, das sind 3. Das sind 3. In die Richtung sind 3. Okay. Und hier unten. 3. 3. 3. Na, habe ich mir gedacht. Das ist nämlich falsch. Falsch gebaut, sagt er. Ja, ist nur das ein oder andere fällt zu wenig hier, weil ich gerne immer diese 3x3 Dinger habe. Hm, genau, genau. Ich baue hier mal Karotten an. Mhm. Damit wir einfach was haben, was auch schnell fertig ist und dann wieder ein bisschen Kohle reinkommt. Hm, genau. Kleinvieh macht dann halt Mist. Ne? Ja, genau. Okay, da muss ich was basteln. So. Wunderbar. Was bauen wir hier? Soll ich das komplette große Feld Karotten machen? Ja, mach mal einfach mal komplett voll. Ja. Oh, just in dem Moment wechselt die Jahreszeit und ich kann keine Karotten mehr anbauen. Oh. Ja, egal, kommt da was anderes an. Radieschen. Radieschen. Pupischen. Na gut. Die Fische müssen auch bald fertig sein, oder? Die müssten jetzt eigentlich fertig sein, ja. Jawohl. Hier in der Nähe vielleicht noch mal so einen Tank irgendwann stellen, glaube ich. Aber das, diese Symbole zu verbrauchen, ist immer zu schade, finde ich. Ja, ja, weil du kannst ja halt auch solche Sprengler haben. Ne? Ja, genau. Das würde ich schon gerne haben, aber...
Ja, man ist immer ein bisschen geizig, ne? Ja, weil man halt noch nicht so ganz genau weiß, wie macht man es am besten. Wo kriegt man die am schnellsten her? Eine Stunde. Ach. Dauert jetzt das Haus hier. Okay. Also die Sicht von weit weg ist echt gut. Ja, ist sagen. Irgendwie eine neue Stufe hinzugekommen, ne? Ja, genau, richtig. Es war vorher erstmal nur eine, ne? Hm, genau. Guck mal, wir haben wieder ganz viele Äpfel. Jetzt darfst du auch momentan alles verkaufen. Was darf ich? Jetzt darfst du alles verkaufen. Ja, ja. Hat er wieder das Geld gerochen, weißt du? So, Bananen sind auch fertig. Ja, siehst du. So, was können wir denn hier mal? Paprika können wir weiter anfangen. Gut. Ach, Mann. Jetzt hab ich hier den Brunnen kaputt gemacht. Ich krieg hier einen. Oh, Mann, was macht es denn? Scheiße macht es. Ja, bitte. Das ist das Problem an der Sache. So, das läuft, das läuft, das läuft. Ja. Oh, hier gibt's auch noch mal ein paar Äppel. Na bitte. Was ist hier? Zucchini kann man schon ernten hier. Ja, guck mal an. Vogelscheuche. Oh, da haben wir aber auch fast voll sogar. Ja. Gut. Zucchini ist voll. Kürbis, ein Tag. Pff, ach nee. Ja. Das ist ja ein bisschen übertrieben. So, auf dem Feld, wo die, also auf dem ganz großen Feld, sind jetzt Karotten und Radieschen. Hm, sehr schön. Ach, wenn du sie gießt, verkürzt sich auch die Zeit, bis sie fertig sind. Hm? Also du kannst es zwar, du musst sie nicht gießen, denn dauert die Karotte jetzt hier gerade 7 Minuten, aber gieße ich sie einmal, sind es nur noch 4. Ja, nun. Interessant. Also dann sieht doch gut aus. Ja gut, die sind bald fertig hier, die Zucchini. 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 Das ist eigentlich so bescheuert. Zucchini ist Aubergine. Ja, nee, da kann man nicht. Ja, nee, das ist voll, ja. Ja, da müssen wir verkaufen.
Allein schon die Logik. Denn, ah, Zucchini ist Aubergine. Aha. Ja, nun. Wir können Gemüseladen tatsächlich aufrüsten. Ja? Ja. Dadurch hat man eine Inventargröße von 100 dann. Oh, geil. Mache ich gleich mal. Ja. So, perfekt. Sind nicht ein paar Leute, die Quest haben oder irgendwie sowas? Mit dir eigentlich, Kollege Schnürschuh? Das ist wie Markiplier. Irgendwo läuft da eine Olle rum, die irgendwas mit Marmelade gequatscht hat. Ja, aber die steht nicht mehr da. Ah, okay. Okay. Die gibt mir wieder schimmlichen Käse. Ja, geil. Kann sie mir auch einen Fuß mitgeben. Ja. So, was willst du hier oben? Um fit zu bleiben, brauche ich einen gesunden Milchshake. Kannst du mir helfen, ihn vorzubereiten? Natürlich, oh. Laura. Lauri. Lauri. Dafür brauchst du einmal Milch. Eine Aubergine. Ja. Und was ist das, Linse? Muss Linse sein. Also, tritt den Kühen in den Arsch, wir brauchen einmal Milch. Ein Eimer Milch oder einmal Milch? Einmal Milch. Ach so. Einmal Milch drin rein. Die Schweine backen. Wann braucht ihr denn? 2 Stunden. Ja.